So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Saphir Randomizer Nuzlocke. Im letzten Part haben wir Team Aqua, das Team Aqua Versteck, gestürmt und sind jetzt beim letzten Gegner angelangt. Sehen wir mal, welche Pokémon dieser Gegner hat. So, welche Pokémon hat der Vorstand? Wolfgang, okay, Dratini. Wäre es ein Dragonier oder ein Dragoran, hätten wir vielleicht schon Probleme gehabt. Aber ich glaube, der wird ein paar starke Pokémon haben, denn wenn ich mich richtig erinnere, hat er ein Zuhaido und ein Magnein. Und die werden durch starke Pokémon ersetzt. Hoffen wir mal auch, dass das so ist, dass wir wieder mehr Spannung ins Let's Play kriegen. So. Aber das Dratini macht mit seiner Drachenwut schon Probleme. Also müssen wir jetzt mit Maske Regen rauswechseln auf Gardevoir, denn es hat die meisten KP mit 100. Und wir werden jetzt als nächstes Supertrank. Okay, interessant. Dass ein Vorstand Tränke hat, überrascht mich. Ich dachte nur, der Boss hat Tränke bei Team Aqua. Aber nun gut, und Link one-shottet einfach dieses Dratini. Perfekt. Und Mond hier, da wechseln wir natürlich auf unser Lee aus rein. Und Tempo wird wahrscheinlich nicht reichen, darum gehen wir auf Vergeltung. Ich denke, wir auch einen Crit würden wir tanken. Schlitzer. Perfekt, tanken wir Vergeltung. Wir dieses Mond hier rausnehmen, oder? Perfekt. Jetzt hat er nur noch ein Pokémon. Und welches wird es sein? Wir heilen uns noch mit Seegesang, was auch sehr gut ist. Und was hat er noch? Donphan. Da können wir einfach ins Starmie gehen und einen Surfer drücken. Und dann ist das Donphan weggesurft. Der Wortwitz mit Surfer und weggesurft. Er war schlecht, aber trotzdem, ich muss das nochmal sagen. Und ich muss sagen, vom Vorstand, er hatte okay Pokémon, könnte man sagen, aber ich erwarte mir vom Boss stärkere Pokémon. Eindeutig. So, und ja, jetzt haben wir Team Aqua vertrieben und können jetzt zur siebten Arena, zum Moosbach City surfen, und das werden wir auch tun. Und während wir nach Moosbach City kommen, können wir auch ein paar neue Pokémons fangen. Denn es sind ja sehr viele Routen, die als nächstes kommen, und pro Route dürfen wir uns ja ein Pokémon fangen, und darum können wir gespannt sein, welche Pokémon wir fangen können. So, heilen wir noch unsere Pokémon, und dann geht es schon auf zum Surfen. Zum Glück haben wir wenigstens irgendein Pokémon, was surfen kann. Im Team, was auch noch gut ist. Denn mich überrascht es wirklich, dass wir kein gutes Pokémon oder irgendein Pokémon zum Fliegen haben. Wir mussten uns wirklich ein extra Pokémon fangen, was extra nur fürs Fliegen da ist. Was schon ein wenig blöd ist, wenn ihr mich fragt. Aber nun gut. So. Wir haben Seegrassel City schon ein Pokémon gefangen, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt werden wir auf Route 124 ein Pokémon fangen. Und welches Pokémon ist es? Aber vorher kämpfen wir noch gegen einen Trainer. Ich denke, wir werden in diesem Part ein paar Trainer machen und ein paar Pokémon fangen. Das ist der Plan. Denn ihr seht schon, dieser Trainer zieht schon an mit einem Pokémon auf Level 35. Und unser höchstes Pokémon ist auf Level, genau auf Level 33, nämlich unser Gardevoir. Also müssen wir schon ein wenig trainieren. So, es geht jetzt nochmal um die Besprechung, ob wir die Wasserrouten onscreen oder offscreen machen. Es ist so, ich will in diesem Let's Play circa 40, 50 Parts haben. Ich denke, das ist für Pokémon Saphir angemessen, und
Ich glaube, das werden wir ohne die Wasserrouten schon schaffen und darum werden wir ein paar Wasserrouten auslassen, besonders die von Graphit, Port City und Hausdorhafen, denn die sind nicht mehr so stark und wir erlernen Himmelheb statt Vergeltung, denn Tempohieb ist eine Prio und Prio ist immer sehr gut im Team zu haben und bekommt auch noch Step, muss man auch sagen. So, welches Pokémon wechseln wir jetzt nach vorne? Ich würde mal sagen Starmie, das ist das einzige Pokémon, was noch nicht auf Level 32 ist. Unser Pokémon für diese Route ist Kanimani. Interessant, ich hoffe, du überlebst einen Aurora-Strahl. Das wäre sehr schön. Ein neues Wasser-Pokémon. Yay. Ich muss dazu sagen, wir haben schon so geile Wasser-Pokémon. Starmie, Turtok, Cetraking, Kanimani. Also von den Wasser-Pokémon sind wir wirklich sehr gut bedient. Wäre es eine Monolog-Wasser, würde ich sagen, wir haben ein geiles Team. Wirklich ein geiles Team. Aber leider, wir spielen eine normale Nuzlocke. Da will ich Typenvielfalt ins Team bekommen und darum nur ein Wasser-Pokémon. Oder vielleicht zwei. Höchstens zwei. Und weil es ein Start ist, hat es eine blöde Catch-Rate. Und darum geh bitte in diesen Hyperball rein. Oder auch nicht. Ja, wir haben nur noch 45 Superbälle. Da sollst du eigentlich reingehen, Kanimani. Bitte geh rein. Eins. Ja gut. Okay. Wisst ihr, was meine Meinung ist? Wenn es zu lang dauert, cutte ich, denn wir wollen Rotes haben in einem Part und darum. Ja Leute, wir werfen noch nur noch einen Ball und dann werden wir cutten, bis wir dieses Kanimani haben, denn Start haben wir eine blöde Catchrate, darum kann es sehr lange dauern, oder? Ja Leute, ich werde jetzt gleich cutten. Dieses Kanimani kann uns keinen Schaden zufügen, also werden wir wahrscheinlich kein Pokémon verlieren und darum cutte ich, bis wir dieses Kanimani haben. Nach dem zweiten Ball ist dieses Kanimani schon im Ball geblieben. So. Ihr wisst schon, welchen Sprite Impegator in der dritten Generation hat. Der Arsch wird von Impegator sehr betont, wie ihr natürlich wisst. Sonst seht euch den Sprite an. Der betont wirklich seinen maskulinen oder seinen fetten Arsch halt. So will ich es sagen. Und darum muss man einfach Impegator Arsch nennen. Dieser Name passt einfach zu dem Arsch-Pokémon. Impegator Ninja zum okay. Und ja, ich finde es eigentlich gut, dass wir ein paar Level an der Level sind und dressiert dieses Ninja-Turm sehr effektiv. Wir haben Maske. Wir haben Maske, also geht das in Ordnung. Ninja-Turm hätte unser Team besiegen können, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, durch den Verzweifel hätten wir gegen Ninja-Turm gewonnen, denn Maskeregen ist das einzige Pokémon, was Ninja-Turm sehr effektiv trifft, was schon ein wenig traurig ist, wenn ich finde, wie ich halt meine. Und ja, Leute, das ist schon der dritte Part, den ich heute aufnehme und ich muss sagen, Pokémon Saphir macht mir so Spaß, wie noch nie. Ich habe schon andere Kanäle gehabt, wo ich schon ein paar Pokémon-Let's Plays zu Smaragd und Blattgrün und Feuerrot gemacht habe und ich muss sagen, dieses Let's Play macht mir unheimlich viel Spaß. Denn erstens, wahrscheinlich, ich speede nicht, da kann ich das Spiel viel mehr genießen. Und ja, die Pokémon, was wir haben, sind auch interessant. Das Spiel ist nicht so schwer, auch nicht so leicht, was auch wieder sehr gut ist. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel zu spielen. Bei den anderen Spielen bin ich einfach nur durchgerusht und hier will ich das Durchrushen ein wenig vermeiden. Und unser Pokémon für Moosbach City ist Fampi.
Fampisten. Cooles Pokémon, wie ich meine. Ein Boden-Pokémon, was sich zu Donphan entwickelt und Donphan ist stark, hat einen guten Angriff, hat eine gute Verteidigung. Leider hält es in der speziellen Verteidigung nicht so viel aus, aber dafür kann es mit einem Step Airbeat sehr gut austeilen. Und? Perfekt! Wir haben Fampi gefangen und es gibt nur einen Namen für ein Fampi, was sich zu Donphan entwickelt, nämlich Don. Donphan, Don, der Name ist unkreativ, aber der Name passt zu Donphan. Ihr wisst schon warum. So, wir sind jetzt in Moosbach City angelangt, perfekt, und unser Count für Moosbach City war auch, ja, Fampi und, ja, ich will immer sagen, wir werden jetzt einen Trainer in der Arena machen, um zu sehen, auf welches Level wir unsere Pokémon trainieren, denn wir sind schon an den Levels für diese Arena. Darum müssen wir sehen, auf welches Level wir unsere Pokémons trainieren. So, wir besiegen diesen Trainer und da sehen wir, auf welchem Level wir unsere Pokémon trainieren müssen. Mankey, perfekt. Level 37, okay. Dann würde ich sagen, dass wir, bevor wir in diese Arena hineingehen, werden wir alle Pokémon auf Level 37 circa haben. Ich denke, das ist ein gutes Level. Denn ich denke, die Arena-Pokémon sind auf Level 42, 41. Aber man muss sagen, in Saphir sind das nur zwei Pokémon. Nämlich Somfell und Lunastein, aber diese sind gerandomized. Also könnte es, wenn es blöd hergeht, starke Pokémon sein. Aber wir denken positiv und das schaffen wir schon. Und sehen uns die Pokémon an, die wir gefangen haben. So, Myrobla trägt eine TM, okay. Myrobla sagt, mildes Tusker, interessant. Seht euch den Spezialangriff an und einen Angriff. Es hält nichts aus, dafür kann es gut austeilen. Knilz, Scheu, ist nicht so gut. Arsch, kühn, okay. Und Fampi, robust, nichts. Und ich würde mal sagen, wir nehmen schnell das Myroblines Team, denn Myrobla hat eine TM und die wollen wir ihm natürlich schnell abnehmen, um zu sehen, welche TM es ist. Vielleicht ist es eine gute TM, die uns helfen wird. Scham, wow. Also von den TMs bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben Erdbeben und Donnerschlag, was keiner lernen kann, also finde ich nicht gut, ehrlich gesagt, finde ich überhaupt nicht gut und so. Und von dem Pokémon, was wir bisher gefangen haben, kann man ein paar nehmen, muss man sagen. Es gibt schon ein paar Songs, nämlich Isso, Nidoran männlich, Pipi, wenn man keine Mondstein hat. Und, aber man muss sagen, von den Wassertypen können wir zufrieden sein. Starmie, Shillock, Kanimani, Krebutak zum Beispiel, Milotic, Enzeron, also von den Wasser-Pokémon können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und Skullking. Und ja, wir können uns aber noch ein paar Pokémons fangen und ein paar Tränen in diesem Part machen. Und das werden wir auch tun. Oben ist hier noch eine Höhle, wo wir noch ein Pokémon fangen können. Sehen wir mal, welches Pokémon wir hier noch fangen. Also Route Nummer 25 ist eine neue Route und hier können wir uns ein Pokémon fangen. Und welches Pokémon ist es? Ich will mir erst ein Pokémon fangen und dann machen wir die Trainer. Und wir kämpfen als erster gegen die Trainer, denn überraschenderweise kommt kein Pokémon, was mich wirklich überrascht. Das ist so, wenn man kein Pokémon haben will, kommen so viele und wenn man ein Pokémon haben will, kommt keines, wie gerade jetzt zum Beispiel. Ein Flagmon, stylisch, also hätten wir zum Beispiel ein Lashoki oder Lamus, das wäre auch noch ein geiles Wasser-Pokémon, muss man auch sagen.
Und wir haben Seedrickie vergessen, also von den Wasser-Pokémon. Können wir sehr zufrieden sein. Eine Monolog wäre mal was Chilliges, oder? Ich will auf jeden Fall irgendwann mal einen Monolog probieren. Generell, solche Wonderlog-Monologs finde ich geil. Also, das nächste könnte eine Monolog sein, wenn wir vielleicht eins der Hauptreihen spielen. Wie Feuerrot zum Beispiel. Und so, okay. Kämpfen wir jetzt gegen diese Trainerin. Perfekt. Xerxing, wie willst du gegen meine Wasser-Pokémon ankommen? Ich wette, sie hat nur Feuer-Pokémon. Pikachu ist ja auch das Gegenteil von Wasser, könnte man sagen. Wir bleiben drinnen, denn Pikachu kann sicher keinen Surfer tanken, da bin ich mir sicher. Ein Crit, der war nicht nötig. Da bin ich mir sicher, auch wieder sicher. Kurtel, wirklich, das Gegenteil von Wasser-Pokémon hat sie nur gehabt. Kurtel und Pikachu. Surfer wird dieses Kurtel jetzt One-Shot natürlich. Ist sehr effektiv und Kurtel hat keine gute spezielle Verteidigung, nur eine physische. Perfekt. So. Kämpfen wir gegen die nächste Trainerin und in diesem Part will ich auf jeden Fall für die Route 125, wo wir gerade sind, noch ein Pokémon fangen. Hoffentlich begegnen uns irgendwann mal ein Pokémon auf dieser Route. Wäre es ein Taubsi oder so, würde ich es nehmen. Einfach so, zum Fliegen. Ich will ein Pokémon zum Fliegen haben. Auf jeden Fall, das nächste Flug-Pokémon, was fliegen kann, werde ich ins Team nehmen. Safe, denn ich bin zu faul, immer Togetic ins Team zu nehmen. Das versteht ihr hoffentlich. Und wir suchen erstmal ein Pokémon. Okay. Ich weiß jetzt schon, wie die ganze Route aussieht. Und warum begegnet uns kein Pokémon? Das ist schon ein wenig traurig. Dann kämpfen wir noch gegen diesen Matrosen. Und welche Pokémon wird dieser Matrose haben? Ist so. Das ist nicht gut. Wir benutzen Genesung. Wir könnten jetzt wirklich unser Starmie verlieren. Was sehr schlecht ist. Wir drücken Aurora-Strahl, denn ich denke, dass wir keine 40 KP gegen Isso abziehen. Hoffentlich. Bitte? Konter. Okay, wir gehen jetzt auf Recover, denn es wird wahrscheinlich jetzt Spiegel-Cape benutzen, oder? Konter wieder. Wir drücken jetzt Surfer, denn ich denke, Surfer wird auf jeden Fall ausreichen für dieses Isso. Crit. Vielleicht war der nötig, aber danke, der Crit. Der war hoffentlich vielleicht notwendig. Auf jeden Fall nehme ich den dankend an. Denn ich habe immer Angst gegen so ein Isso oder wohin genau kämpfen in Nuzlocke. Denn du kannst nicht auswechseln wegen der Fähigkeit Wegsperre. Und wenn du dann dein Pokémon verlierst, das ist sehr bitter. Und auch wenn du ein Isso oder wohin genau als Encounter in einem Nuzlocke. Die wirst du nie benutzen. Die sind nicht offensiv, die sind zu passiv, finde ich. Die kannst du nicht wirklich gut benutzen. Außer du hast keine Pokémon mehr. Dann solltest du es auf jeden Fall verwenden als Notlösung. Wirklich, nur als Notlösung solltest du es oder wohin genau benutzen. Incognito. Welcher Buchstabe ist das? A. Das ist ein Y, oder? Wie ist das bei den Incognito so in den Randomizer? Bei den Trainern, ist das gerandomized, welches Incognito sie haben, oder ist das immer ein Y? Wenn das ein Y halt war. Aber ich denke, es war ein Y, denn es sieht so wie ein Y-Incognito aus und so. Wir suchen jetzt das Pokémon auf dieser Route und ich werde es speeden. Porenta. Ich hab's gecallt, ich nehme das nächste Flug-Pokémon ins Team. Und es ist ein Porenta. Yay! Porenta, yay! Also, Porenta, ich habe in Feuerrot mal ein Porenta bekommen. Du kannst es ja in
Orania City gegen Habitat tauschen und das als Polenta. Und ich habe mal ein Polenta benutzt und fuck, war das gut. Polenta hat mich wirklich überrascht, dass das so gut ist. Also, Polenta werden wir ins Team nehmen statt Maske Regen wahrscheinlich, denn wir haben dann schon ein Flug-Pokémon und ich glaube, Polenta wird uns positiv überraschen. Wir werden es jetzt noch nicht ins Team nehmen, denn ich muss eh eine Trainings-Session nach dem nächsten Part einlegen und dann können wir Polenta ins Team nehmen. Denn ich muss sowieso eh alle Pokémon auf Level 37 circa trainieren und dann zahlt es sich erst aus, denke ich, Polenta ins Team zu nehmen und kill jetzt nicht mein Sami. Müssen rauswechseln gegen ihr fucking Polenta. Wir gehen in Maske Regen wegen dem Betrüger. So, okay. So, Furienschlag. Wie viel macht Furienschlag? 5 KP. Ein Crit würde mehr machen, 12 oder so. Weil es. Die negativen Boosts werden ja negiert durch einen Volltreffer, durch einen Crit. So, bitte bleibest in diesem Ball, Polenta. Das wäre sehr schön. Eins. Ich werde wieder cutten, denn vielleicht dauert das auch wieder lange. Ich hoffe, ihr versteht das. Leute, dieses Polenta hat solche Probleme gemacht. Wirklich. Wir haben sogar ein Arbok wechseln müssen. Darum nennen wir es Overpowered, abkürzt OP. Ich hoffe, der Name passt zu Polenta. Und ja, Leute. Sehen wir uns dieses Polenta noch an in diesem Part. Mospa City haben wir Fumpy bekommen. Auf jeden Fall haben wir das bessere Pokémon bekommen, nicht den Zonk auf dieser Route. So, sehen wir uns jetzt noch Polenta an, auch wenn wir schon auf bei 22 Minuten sind. Die 1-2 Minuten, denke ich, sind schon egal, wenn wir diese noch machen. So, wie bist du, Polenta? Wir nehmen dich jetzt schon ins Team, denke ich. Aber wir werden dich noch nicht trainieren. Polenta, wo bist du? OP. Sanft, negiert. Okay. Es hat okay Werte, aber ich denke, es wird uns positiv überraschen. Wir nehmen noch schnell die Maske Regen das Item ab, Hackattack, denn wir werden wahrscheinlich ihm, dem Polenta, das Item Hackattack geben, um mit Fliegen besser zuzuschlagen zu können. Und im nächsten Part werden wir in die Höhle gehen und dort können wir uns noch ein neues Pokémon fangen. Und auf dieser Route erwarten uns ja noch ein paar neue Trainer, die wir auch noch machen werden. Ich muss sagen, wir haben jetzt 22 Pokémon in der Box und 6 im Team, also 28 Pokémon. Ist das nicht gut? Generell in der Höhenregion kannst du zwischen 50 und 60 Pokémons fangen, was schon geil ist, wenn ihr mich fragt. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.